Taleskew, Mai 2016. US-Special Forces und IS-Kämpfer liefern sich einen heftigen Schlagabtausch um die christliche Kleinstadt im Nordirak. Den IS weiter zurücktreiben hat höchste Priorität. Die Bundeswehr bildet immer mehr Kurden aus. Zerstörte Städte. Fliehende Menschen sind Opfer der perfiden Kriegsführung des Feindes. You can buy these things later. No, it's made by Islamic State. This is made in IS. Im Sommer 2016 reise ich entlang der Front in Irak und Syrien, um zu beobachten, wie die Menschen in diesen Zeiten des Krieges ihren Alltag bewältigen. Und ich will mir ein Bild machen von den Vorbereitungen für die bevorstehende Großoffensive gegen die IS-Hochburg Mosul. Meine Reise beginnt in Tel Aswad, circa 30 Kilometer östlich von Mosul. Hier begegne ich Oberstleutnant Hiwa Amin, der 6 Jahre lang in Deutschland gelebt hat. 2 Monate werde ich mit ihm unterwegs sein und alle wichtigen Posten entlang der Front besuchen. An dieser Stelle sind rund 35 Peschmerga stationiert. Peschmerga, auf Deutsch, die dem Tod ins Auge sehen, die kurdischen Kämpfer. Ich bin gerade in Wache. Ich beobachte den Daesh-Bewegung. Dein Kalaschnikow, wo kommt das her? Das kommt auch aus Russland. Hast du dies von der Regierung bekommen? Nee, das habe ich selber gekauft im Bazar. Abwarten, Tee trinken und den Daesh beobachten. Daesh, das ist der abwertende Begriff für die Islamisten des IS. Ich liebe Deutschland. Ich liebe den Menschen, weil sie waren wirklich nett und herzlich und herzlich. Also. Und ich finde, Deutschland ist der Herz von Europa. Verstehen Sie, was ich meine? Ohne Herzen kann man nicht leben. Als Herz und skrupellos gelten die Daesh-Kämpfer. Da drüben, 100 Meter vor dem Außenposten Tel Aswad im Norden des Irak. Museumsreife Westen und Helme, eine Handvoll alter russischer Waffen sind alles, was die Peschmerga hier haben. Kaum ein Tag vergeht, an dem der IS Tel Aswad nicht angreift. Der Feind ist hier allgegenwärtig. Ja, vor Sniper, wir müssen aufpassen, weil es gibt überall Sniper, ne? Ja. Sandsäcke und die etwas höhere Lage bieten natürlichen Schutz vor IS-Scharfschützen. Gegessen wird immer warm. Die Mahlzeiten sind frisch zubereitet. Ein Schnellgebet vor dem Mahl. In Kriegszeiten, so sagen sie hier, darf man die Gebete kurz halten. Das Essen ist ziemlich eintönig. Mal Suppe mit trockenem Brot, mal trockenes Brot mit Suppe. An diesem Abend ist die Stimmung besonders angespannt. Immer wieder hören wir alliierte Bomber, die über uns hinwegfliegen. Ich glaube, heute Nacht wir bekommen etwas. Ja. Es gibt was, weil es ist zu viele Flugzeuge. Luftangriffe sind ein wichtiger Bestandteil des Kampfes gegen den IS. Bilder vom Vorabend, an dem die Peschmerga IS-Bewegungen an das Hauptquartier weitergegeben hatten. Minuten später waren die Bomber da. Auch heute herrscht eine surreale Atmosphäre auf dem Posten. Immer wieder hört man das Dröhnen der Kampfflugzeuge. Einige Peschmerga schieben Wache, andere schauen sich in ihren Containern einen Bollywood-Film an. Wird der IS heute Nacht zurückschlagen? Aus welcher Richtung werden sie kommen? Es ist sehr friedlich, fast unheimlich. Die Ruhe vor dem Sturm?
Doch die Nacht bleibt ereignislos. Am nächsten Morgen ist Business as usual. Der Freitag in islamischen Ländern wie unser Sonntag ist der Snacktag auf dem Posten. Einer der Soldaten hat aus der Stadt Süßigkeiten und Getränke für seine Kameraden mitgebracht. Ein Oberstleutnant greift zur Zahnbürste, um einem der Soldaten die Haare zu färben. Eitelkeit gehört zum Soldatenleben. Zweimal am Tag wird kräftig und aus allen Rohren in Richtung des IS-Gebietes geschossen. Es geht darum, Präsenz zu zeigen, zu sagen, hey, wir sind noch da, wagt nicht, uns anzugreifen. Ob solche Aktionen den IS abschrecken, ist fraglich. Zumal die Terrormiliz weiß, dass die Peschmerga nur alte russische Waffen besitzen. Selbst die Hunde wollen nicht beim IS bleiben. Sie kommen zu und sie spüren, wenn Gefahr droht. Und wenn die Raketen in unsere Richtung abgefeuert werden, warnen sie uns mit Geräuschen. Sie begleiten uns sogar in die Schützengräben. Vor ein paar Tagen lieferten sich der IS und die Peschmerga heftige Gefechte, hier im Sumpfgebiet von Tell Aswan. So gegen 7 Uhr abends haben uns ca. 100 IS-Kämpfer angegriffen. Sie konnten bis zu den Sandsäcken vordringen und die Kämpfe dauerten bis spät in die Nacht. Gegen 3 Uhr morgens war dann alles vorbei. Im Tal dort unten lagen viele Tote, einige von ihnen direkt hier unten. Einige haben wir hier hochgeschleppt und beerdigt. Die Peschmerga haben Beute gemacht. War 6 Stück von da. Munition und das dazu passende amerikanische M16-Gewehr, das der IS 2014 von der irakischen Armee erbeutet hatte. Nach einer Woche in Tell Aswad machen wir uns auf den Weg nach Wardak, 30 Kilometer südöstlich von Mosul. Und prompt verfahren wir uns. Ein Glück, dass uns eine kurdische Polizeipatrouille anhält. Wir seien auf dem direkten Weg zu einer IS-Stellung, warnen sie. Das hätte uns das Leben kosten können. Kasakan Tuleban ist eines der meist umkämpften Gebiete in Kurdistan. Dieser verbrennt, das war von gestern Nacht. Die Daesh hat uns also angegriffen. Ein Soldat hat die Attacke mit dem Handy gefilmt. Im Eifer des Gefechts wird zurückgeballert, statt gezielt geschossen. Aus Angst und zur Abschreckung. Ein Peschmerga verlor sein Leben. Drei weitere wurden bei dem Schusswechsel schwer verletzt. Warum dieser Posten so häufig vom IS angegriffen wird, erklärt uns der Kommandant. Es geht um diese Ölinstallation, die von einer privaten Firma betrieben wird. Der IS will sie haben. Aber wir Peschmerga werden das nicht zulassen. Die Welt soll wissen, wir werden nicht zurückweichen. Am nächsten Tag sind wir unterwegs zu einer Begegnung der besonderen Art. Den Treffpunkt dürfen wir nicht preisgeben. Zwei kurdische Geheimdienstoffiziere haben sich bereit erklärt, mich zu treffen. Zunächst in einem Straßenlokal. Die Kurden arbeiten mit dem kanadischen Geheimdienst im Operationszentrum der Koalition, unweit von Mosul. Es wird ununterbrochen telefoniert, wohl wegen eines Angriffs auf eine IS-Stellung. Während des Essens kündigen sie eine Überraschung für mich an. Den Stützpunkt darf ich nur bedingt filmen. In einem der Aufenthaltsräume führen die Offiziere mir das Video von einem Drohnenangriff vor. Es zeigt, wie ein IS-Panzerfahrzeug in eine Garage fährt. Minuten später wird der Komplex von einer Rakete getroffen, abgefeuert von der kanadischen Drohne.
Währenddessen unterhalten sich die Soldaten über ihre Familien. Vern, how was your day, buddy? It's been good, man. How was the family? Kids, good? They're good. Einer der Kanadier sagt euphorisch, dies sei sein Lieblingsvideo. First thing, this guy's died beside your team. Oh yeah, it's routine. Kurz nach dem Frühstück eine weitere Überraschung. Wir sind den IS-Terroristen so nah, dass wir den Funkverkehr abhören können. Ein Anführer sammelt seine Kämpfer. Er fragte, wo bist du? Ich bin im Alter meiner Stelle. So, es geht um einen Großangriff auf die christliche Kleinstadt Taleskiv. Eine halbe Stunde dauert die Fahrt nach Taleskiv. Kaum sind wir da, geraten wir mitten ins Gefecht zwischen Peschmerga und IS-Kämpfern. Rund 50 Islamisten in gepanzerten Fahrzeugen drängen in den Ort und beziehen Stellung in einem der Häuser gegenüber. Es herrscht Chaos. Kugeln fliegen uns um die Ohren. Befehle und Anweisungen werden gebrüllt. Mittendrin wird mit Familie und Freunden mit Handy telefoniert. Ein Wunder, dass es keine Toten gibt, nur Leichtverletzte. Tags darauf wollen wir den Weg des IS zurückverfolgen. Entlang der Straße liegen überall zerstörte Fahrzeuge. Offensichtlich kamen sie von dem Hügel dort, meint Amin. Die kamen von hier? Ja, die kamen von hier. Und hier, der Sprecher hat ihn also beschossen. Und dann. In den gepanzerten Fahrzeugen saßen bis zu 20 Kämpfer. Ob sie den Raketenbeschuss überlebt haben, wissen wir nicht. Das haben die das ein bisschen improvisiert. Ne? Zivilfahrzeuge mit Panzerstahl verstärkt zeigen, dass der IS improvisieren muss. Im Gegensatz zu seiner Selbstdarstellung in den Propagandavideos als Hightech-Armee. Ich möchte gerne den Deutschen sagen, Deutschland, siehst du, was macht eure Waffen? Wir sind stolz auf euren Waffen. Bitte schick uns noch mehr. Nicht selten tarnen sich IS-Kämpfer mit erbeuteten Uniformen der irakischen Armee und Polizei. Das ist von Daesh. Das ist von Daesh, aber den Klamotten gehört irakische Polizei. Die ziehen manche so, also irakische militärische Klamotten, also Polizeiklamotten. Und manchmal unsere Klamotten, bis zum wir merken nicht. Okay. Ja, die probieren alles. Zurück nach Taleskiv. Seit 2014 befand sich die Stadt mal in den Händen der Peschmerga, mal in denen des IS. Bis die Peschmerga sie zurückerobern. Einst lebten hier 6000 Menschen. Heute ist Taleskiv eine Geisterstadt. Kuscheltiere, Kinderbibeln, ein Gemälde vom Abendmahl an der Wand. Die Bewohner des Hauses sind offenbar Hals über Kopf geflohen. Man fragt sich, wo sind sie geblieben? Hiva Amin und unsere Begleiter sind ein wenig besorgt über meinen Alleingang. Es ist nicht auszuschließen, dass sich noch einzelne IS-Kämpfer in den Häusern versteckt halten. Ich dachte, dass du schon weg. Schau oben. Ich wollte nur sagen, es ist schon ein bisschen gefährlich, weil wahrscheinlich immer noch Daesh sind hier. Die vom Daesh erbeuteten Fahrzeuge werden zum Hauptquartier gebracht und für eigene Zwecke umgerüstet. Stolz zeigt man uns das, was einmal ein amerikanischer Humvee war. Viele solcher Fahrzeuge fielen den Islamisten in die Hände, als sie 2014 die irakische Armee aus Mosul vertrieben. Er sagte, das ist also ein originaler amerikanischer Humvee. Humvee. Originaler Humvee.
Die Kurden benutzen den umgebauten Humvee jetzt, um deutsche Milan-Raketen an die Front zu bringen. Gleich nebenan ein Geländewagen des IS, mit Erde getarnt, damit er von den Wärmebildkameras nicht so einfach entdeckt werden kann. Nun haben die Peschmerga Vorrichtungen aufmontiert, um Milan-Raketen abzufeuern. Vor unserer Abreise werden wir zu einem Festessen eingeladen. Die Peschmerga freuen sich, dass sie den IS in die Flucht schlagen konnten. Natürlich träumen sie von der Errichtung eines eigenen Kurdenstaates, aber zunächst kämpfen sie gegen den islamistischen Terror nur um ihr Überleben, in enger Zusammenarbeit mit den USA. Wir fahren Richtung Dohuk, um einen jungen Peschmerga zu treffen, der ein paar Tage zuvor in Taleskev im Gefecht mit dem IS dabei war. Wie immer hat mein Fahrer eine Pistole und ein Schnellfeuergewehr griffbereit. Die Angst ist groß, Sicherheit das höchste Gebot. Der 3. Mai 2016 wird Leutnant Mohammed Saad für immer in Erinnerung bleiben. Der IS kam mit mehreren Fahrzeugen. Wir haben versucht, uns zu schützen, aber es waren zu viele. Sie haben uns verfolgt und dabei geschossen. Wir gerieten in höchste Not und mussten die Amerikaner um Hilfe bitten. Innerhalb kürzester Zeit war eine Einheit der US Special Forces bei uns. Sie haben mich und meine Kameraden in Sicherheit gebracht. Einer meiner Kameraden wurde am Kopf verletzt, ich am linken Bein. Saad zeigt uns die 11 Minuten des Gefechts, die er und seine Kameraden mit ihren Handys gefilmt haben. Man sieht, wie die Amerikaner mit ihren Black Hawk-Hubschraubern landen, in Autos steigen, um die IS-Stellungen anzugreifen. In diesem Fahrzeug war einer der Navy SEALs, der später vom IS erschossen wurde. Der getötete Elitesoldat ist der 31-jährige Charles Keating. Offiziell war er als Berater bei den kurdischen Peschmerga. Diese Aufnahmen sind der erste Bildbeweis, dass US-Spezialkräfte doch unmittelbar an Kampfhandlungen beteiligt sind. Urplötzlich sieht man Leutnant Saad an den Special Forces Scharfschützen vorbeilaufen. Die Amerikaner sind fassungslos und befehlen ihm, sofort zu seinen Kameraden zurückzukehren. Die Amerikaner sind nach Taleskev gekommen, um uns zu unterstützen. Etwas später übernimmt Saad die Rolle des Kriegsberichterstatters. Kugeln fliegen ihm um die Ohren. Die Navy SEALs schießen aus allen Rohren. Saad erzählt von zerstörten Humvees und der Kampfstärke der amerikanischen Freunde. Die Verletzungspause gibt Saad die Möglichkeit, etwas mehr Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Seine Eltern sind froh, dass ihr Sohn nur leicht verletzt, aber sonst heil wieder zu Hause ist. Und stolz, denn es sei die Pflicht jedes Kurden, sein Vaterland zu verteidigen. Den IS halten sie für Verbrecher, keine aufrichtigen Moslems. Vor dem Abschied darf das Gruppenbild nicht fehlen. Man verspricht sich gegenseitig, in Kontakt zu bleiben und hofft, dass bald alles vorbei ist, der Frieden ins Land zurückkehrt. Ein paar Tage später am Rande von Erbil. In diesen leerstehenden Häusern trainieren Ausbilder der Bundeswehr die Peschmerga im Häuserkampf. Wenn der Peschmerga nicht weiß, wohin er sich drehen soll, fasst ihn der Bundeswehrsoldat an. Behutsam, aber bestimmt. Streng nach Dienstvorschrift. Verhalten im Felde. Sollte schon
wieder auf die Wand. Komm rein, such dir den Schwerpunkt. Aus Sicherheitsgründen sind wir verpflichtet, die Ausbilder unkenntlich zu machen. Gewöhnt euch wirklich an, auf den Brustkorb oder auf den Kopf zu ziehen. Nie immer hier unten entschieden. Hier geht uns das Herz. Wenn er hier trifft, ist es besser. Knapp 150 deutsche Ausbilder sind zurzeit in Irak stationiert. Diese jungen Männer sind einige von rund 1600 Peschmerga, die seit dem Beginn der Mission vor gut einem Jahr von der Bundeswehr trainiert wurden. Von außen mutet die Ausbildung der Kurden bevormundend an. Doch kulturelle und sprachliche Unterschiede sind ein Problem. Alles läuft über Dolmetscher. Hände auseinander, Beine auseinander! Das ist der Die Ausbilder und die Führung des deutschen Kontingents sind in diesem Containerdorf unweit des Flughafens untergebracht. Alle motiviert, weil die genau wissen, dass sie es brauchen. Und über kurz oder lang, über kurz gehen die alle wieder zurück an die Frontlinie und müssen das anwenden, was wir denen beibringen. Und insofern kann man durch die Bank weg sagen, dass alle sehr motiviert sind, das auch für sinnvoll erachten, was wir denen beibringen, den Nutzen auch sehen und das teilweise jetzt auch mit Gesprächen, heute hatte ich wieder ein Gespräch mit dem General im MOP, die gesagt haben, dank der Ausbildung haben wir weniger Ausfälle. Wir wissen, wie wir uns selbst im Einsatz versorgen müssen, wenn es um Verwundete geht. Wir wissen, wie wir Counter-ID, also IEDs beseitigen müssen. Also man sieht jetzt schon nach einem Jahr Ausbildung, etwas länger jetzt, ein Vierteljahr, dass die Früchte geerntet werden. Gebt uns mehr panzerbrechende Waffen, sagt jeder Peschmerga auf die Frage, was sie an der Front am meisten benötigen. Denn der Gegner greift oft mit geschützten und gepanzerten Fahrzeugen an. Deshalb hat die Bundesregierung den Kurden in den letzten Monaten 400 Stück der Panzerfaust 3 bereitgestellt. Bei der Sanitätsausbildung treffen wir Schorsch Juma, der einige Jahre in Würzburg gelebt hat. Während des Unterrichts gibt es keine Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Surrounding area which is safe. You have on every corner you have a safe soldier. Es ist unerträglich heiß. Die Ausbilder haben Schorsch für eine praktische Übung ausgesucht. Er muss einen seiner Kameraden in Sicherheit bringen, erste Hilfe leisten und dann aus der Gefahrenzone tragen. Schorsch wirft die Gewehre achtlos auf den Boden und verstreut das Verbandsmaterial. Darüber wird bei der Auswertung zu reden sein. Seine Leistung ist dennoch gewaltig. Ein Kraftakt bei Temperaturen um 40 Grad Celsius. Die Abschlussfeier des Lehrgangs ist ein Medienereignis in Erbil. Die Kurden lieben Paraden und Zeremonien. Vor allem nutzen Lokalpolitiker und Generäle die Gelegenheit, um ermüdende Reden zu halten. Höhepunkt ist die Verteilung der Urkunden. Die Peschmerga werden heute noch nach Hause fahren, ein paar Tage mit der Familie verbringen, dann geht es an die Front. Neben seiner Auszeichnung erhält Schorsch von einem seiner Ausbilder die Empfehlung, den Kopf immer unten zu halten. Es freut mich, ich habe heute zwei Zertifikate bekommen. Ja. Es war gut, ja, aber die Zeit war wenig, ja, fast ungefähr 3 Monate. Ja. 2,5 ungefähr 3 Monate. Es war weniger Zeit, aber es ist gut, gut, besser als nicht. Ja. Erbil, die Hauptstadt der kurdisch-autonomen Region in Irak. 1,5 Millionen Menschen leben hier. Erbil ist eine der ältesten durchgehend besiedelten Städte der Menschheit. 2014 konnte der Vormarsch des IS hier nur durch amerikanische Luftschläge gebremst werden. In einem Vorort ist Hiva Amin zu Hause. Er hat mich zum Mittagessen eingeladen.
Ich soll seine Frau und seine drei Kinder kennenlernen. Mit einem Sold von $1,600 im Monat kann Amin seiner Familie einigen Komfort bieten. Ja. Sag doch bitte deiner Frau, dass es ein sehr schönes Haus ist. Und sie hat auch sehr schöne Kinder. Frau Amin ist stolz, dass ihr Mann für sein Vaterland kämpft. In Ain Kawa, dem christlichen Teil der Stadt, zeigt Erbil ein ganz anderes Gesicht. Jedes zweite Geschäft ist ein Schönheitssalon. Prozentual hat Erbil die meisten Beauty-Salons in Irak. Die Front ist kaum 30 Kilometer entfernt, doch hier scheint der Krieg weit weg zu sein. Besonders, wenn man den Salon Munir betritt. Spazieren Sie herein, lassen Sie sich verwöhnen. Sie werden von uns wie eine Prinzessin aus Tausend und eine Nacht behandelt, wirbt eines der Faltblätter. Das kostet mindestens $100. Die Terminbücher sind voll, doch der Inhaber ist nicht zufrieden. Die Geschäfte waren vor IS-Zeiten wesentlich besser. Nachdem der IS in Erscheinung getreten ist, sind die Geschäfte hier in Erbil zunehmend schlechter geworden. Aber nicht nur für uns. Warum ist das so? Gerade deshalb, so sagen sie hier, darf das Schöne nicht untergehen. Ungefähr 2 Autostunden von Erbil entfernt liegt das Bekal-Tal, einer der beliebtesten Urlaubsorte des Nahen Ostens. Aufgrund der ursprünglichen Landschaft wurde die Region 2014 zum schönsten arabischen Tourismusgebiet gekürt. Doch auch im Bekal sind die Auswirkungen des Krieges zu spüren. Einst drängten sich hier in den Sommermonaten die Touristen. Heute kommen nur vereinzelt Kurden aus nahegelegenen Städten für einen Tagesausflug. Die Souvenirläden sind vollgepackt. Gekauft wird fast nichts. In der letzten Zeit geht es uns sehr schlecht. Wir haben 60-70% weniger Einnahmen. Die Urlauber haben Angst, die Araber bleiben weg und wegen des IS kommt auch niemand mehr mit dem Auto aus Bagdad oder Südirak her. Ja, man kann wirklich sagen, wir haben hier viel verloren. Das Wasser aus den Korek-Bergen sorgt für Abkühlung, wenn im Sommer die Temperaturen bis auf 50 Grad Celsius steigen. Eine der Hauptattraktionen ist eine 4 Kilometer lange Seilbahn, gebaut von einer österreichischen Firma. Die Seilbahn führt zum 2000 Meter hohen Mount Korek. Von dort aus kann man bei gutem Wetter den Grenzübergang nach Iran erkennen. Nach der kurzen Atempause geht es zurück an die Front. Sinjar ist zwar nur 3 Autostunden von Bekal entfernt, doch wegen des IS müssen wir einen 200 Kilometer langen Umweg in Kauf nehmen. Im Jahr 2014 wurden in Sinjar tausende Jesiden, eine religiöse Minderheit, vom IS ermordet, verschleppt und als Sexsklaven gehalten. Letzten November gelang es den Peschmerga mit Hilfe der Koalition, Sinjar weitgehend zu befreien. So sieht Befreiung aus in diesem Krieg. Eine ganze Stadt in Trümmern. Der IS nummerierte alle Häuser in Sinjar mit dem Hinweis, zu welcher Religionsgruppe die jeweiligen Bewohner gehören. Ein Beweis dafür, dass der Islamische Staat keine chaotische Terrorbande ist, sondern ein durchorganisierter, unterdrückerischer Terrorstaat.
Das einzige Zeichen von zivilem Leben ist dieser Laden. Seine Kunden sind Peschmerga, die hier stationiert sind. Diese Jeside und nur wenige andere trauen sich in die Stadt in der Hoffnung, dass Teile ihres Eigentums unbeschadet geblieben sind. Der Ladenbesitzer will nicht vor die Kamera. Zwei seiner Verwandten befinden sich immer noch in den Händen der Terrormiliz. Dieses Gebäude war einst Gästehaus der Islamisten. Jetzt fungiert es als Hauptquartier der Peschmerga. Unerwartet treffe ich hier einen skurrilen Herrn aus Hannover. Die Bundeswehruniform hat er in einem Basar erworben. Jedes Jahr verbringt er ein paar Wochen in Sinjar aus Solidarität mit dem Vaterland. Ich bin von Deutschland freiwillig hier gekommen. Wir kämpfen gegen ISIS. Genau wie Peschmerga bin ich auch als freiwillig kämpfen gegen die Leute. Weil jeder eine von uns, von unserer Jesid, die brauchen Hilfe. Dankeschön. Am späten Nachmittag fahren wir an die Frontlinie. Eine Gruppe von IS-Kämpfern ist gesichtet worden. Die Männer an dem Posten fordern dringend Verstärkung an. Ein möglicher Angriff ist nicht auszuschließen. Sinjar, wenn auch nur noch ein Trümmerhaufen, muss gehalten werden. Brigadegeneral Sime Mohammed Bosali reagiert sofort und trifft mit 20 weiteren Peschmerga samt mobiler Artillerie ein. Noch ist unklar, wo genau der Feind sich versteckt hält. Der Informationsaustausch mit der Kommandozentrale läuft über das öffentliche Handynetz. Hat man die Koordinaten, dauert es noch ewig, bis die Katyusha BM-14-Raketen ausgerichtet werden können. Schießen, beobachten und wieder schießen. Die Raketen haben eine Reichweite von ca. 5 Kilometern. Wir können nicht feststellen, was sie angerichtet haben. So sieht unser Alltag aus. Es gibt an der Front keine Ruhe. Wir werden täglich mit kleinen und großen Waffen vom Feind angegriffen. Haben Sie hier viele Männer verloren? Leider ist dies die bittere Wahrheit. In nur kurzer Zeit sind viele Peschmerga hier zu Märtyrern geworden. Auf dem Weg zum Mosul-Damm fahren wir durch das Sinjar-Gebirge. Aus Angst, der IS könnte zurückkommen, trauen sich Tausende von Jesiden nicht in ihre zerstörte Stadt, leben in Flüchtlingslagern entlang der Straße. Der Mosul-Damm gilt seit Jahren als baufällig. Sollte der Staudamm brechen, wird die Stadt Mosul einfach verschwinden. 500.000 Menschen würden innerhalb weniger Stunden sterben. Sollte der IS Mosul verlieren, könnte die Terrormiliz versuchen, den 40 Kilometer vom Stadtzentrum gelegenen Damm zu erobern, um ihn als letzte Waffe gegen die vorrückenden Truppen einzusetzen. Zurzeit besteht keine Gefahr durch den IS. Sie haben inzwischen verstanden, wenn sie den Damm beschädigen, wird es auch verheerende Auswirkungen für sie selbst haben. Hoffentlich hat Major Yasin recht. Das Schicksal des Mosul-Damms wird sich wohl im 200 Kilometer südlich gelegenen Mahmur entscheiden. Camp Black Tiger heißt das Peschmerga-Hauptquartier. Wir sind hier, um einen Mann zu treffen, der eine Schlüsselrolle bei der Mosul-Offensive spielen wird. General Sirwan Barzani und seine Männer stehen nur 30 Kilometer vor Mosul und sind frustriert. Seit Monaten warten sie auf den Marschbefehl aus Bagdad, aber Amerikaner und die irakische Regierung zögern. Außerdem passt es Herrn Barzani gar nicht, dass er die Front mit der irakischen Armee teilen muss. Seit 4 Monaten ist die irakische Armee nun hier. In dieser Zeit konnten sie nur 4 Dörfer vom IS befreien. De facto sind es nur 2, da 2 davon bereits von uns gesäubert waren. Also haben die Iraker in dieser Zeit tatsächlich nur 2 Dörfer befreit. Sie sind langsam, sehr langsam. Seitdem die Iraker hier sind, macht der IS mehr Druck und meine Männer werden täglich mit Mörsern und Raketen angegriffen.
Barzani ist Millionär. Unter anderem gehört ihm das irakische Handynetz Korek. Wegen fehlender Unterstützung aus Bagdad setzt er sein Vermögen für den Kampf gegen Daesh ein, einen raffinierten Feind. Dies hier haben wir vom IS. Hier haben sie Material zur Wärmedämmung eingenäht, um Wärmebildkameras zu täuschen. Ist das ein Schlafsack oder was? Nein, nein, eine Art Mantel, den Scharfschützen und Selbstmordattentäter dann anziehen. Und so liegen sie versteckt am Boden, keiner kann sie sehen. Sie kriechen unbemerkt immer näher an unsere Posten und sprengen sich dann in die Luft. Den Mantel gibt es auch in anderen Farben. Ist das improvisiert? Kann man sowas kaufen? Unweit von hier bereitet die 15. Brigade der irakischen Armee eine groß angelegte Offensive auf die IS-Dörfer Kudila und Nasar vor. Im Vergleich zu den Peschmerga sind sie mit Raketen und Artillerie bestens ausgestattet. Stalinorgel, Luftschläge, Mörser. Nahezu 3 Stunden wird pausenlos geschossen. An diesem Tag feuern die Iraker mit 22 Granatwerfern. Als die irakischen Soldaten Kudila erreichen, ist das Dorf verlassen. Keine Zivilisten weit und breit und der IS ist kampflos verschwunden. Vorerst. Werden die Iraker Kudila halten können? In diesem Haus haben Bombenbauer gelebt, sagt uns dieser Soldat. Überall liegen Kabel und Kanister mit Chemikalien herum. Da unten haben sie wohl gekocht. Das Lieblingsnahrungsmittel der Islamisten scheint, so entdecken wir, Schmierkäse gewesen zu sein. Mehrere Exemplare des Heiligen Koran und ein Buch über die Scharia-Gesetze sind zurückgeblieben. Wir gehen weiter und stoßen am Rande des Dorfes auf Bilder des Grauens. Ganz offenbar handelt es sich um Opfer der intensiven Bombardierungen durch die Iraker. Einige der Toten tragen Uniformen des irakischen Militärs oder der Polizei. Vom IS offensichtlich erbeutet, als Mosul 2014 in seine Hände fiel. In Kudila entdecken die Soldaten ein umfangreiches Tunnelsystem, das sich unter 24 Häusern erstreckt. Die Tunnel dienten dem IS zur schnelleren Fortbewegung und als Versteck vor Luftangriffen. Die Decken, Kissen und Matratzen sind Indiz dafür, dass die Islamisten offenbar auf längeren Aufenthalt vorbereitet waren. Zudem wurden die Tunnel als Waffenlager genutzt. Offensichtlich mit Presslufthämmern gebohrt, ist das Tunnelnetzwerk gerade groß genug, dass ein Mann aufrecht darin gehen kann. Wir verlassen Kudila und machen uns auf den Weg zurück nach Mahmur. Entlang der 120 Kilometer langen Mahmur-Front sind nur 3.700 irakische Soldaten stationiert. Sollte die mehrfach angekündigte Mosul-Offensive noch in diesem Jahr stattfinden, muss laut Pentagon die Zahl der Soldaten auf 30.000 aufgestockt werden. Darüber hinaus droht eine riesige Flüchtlingswelle. Die Vereinten Nationen gehen von 1,2 Millionen Flüchtlingen aus. Szenen wie diese sind jetzt schon Alltag.
Fast stündlich treffen Fahrzeuge voller Menschen ein, die aus den umliegenden Dörfern fliehen. Da der Islam verpflichtet, die Toten in Ehren zu beerdigen, werden die Verstorbenen oft mitgebracht. Diese Familie ist in ein Kreuzfeuer zwischen der irakischen Armee und dem IS geraten. Ein Mädchen wurde von einem Bombensplitter tödlich im Rücken getroffen. Der Vater holt seine Tochter aus dem Pickup und will sich von der Gruppe entfernen, um mit seinem toten Kind allein zu sein. Meine Tochter ist tot, aber da hinten sind ganze Familien getötet worden. Wir sind am Ende unserer Reise. Fast. Eine letzte Verabredung haben wir noch. Wir hatten Shosh Juma versprochen, ihn auf seinem Posten Mama Alager in Mahmur zu besuchen. Mit 20 Peshmerga ist Shosh hier, an vorderster Front, stationiert. Ist unsere Grenze, ja? Ja, da siehst du da hier? Ja, ja. Da, die andere Seite, da gehört von Daesh, ja? Wie lange warst du in Deutschland? Fast 9 Jahre. Ein Jahr? 9 Jahre. Ich war in Würzburg. Ja. Die Kurden hier wollen ihre Heimat verteidigen. Mehr nicht. Obwohl einige ihrer Anführer von einem eigenen Kurdenstaat träumen, der vom Irak über Syrien bis in die Türkei reicht. Ein ferner, unrealistischer Traum. Alles ist hier äußerst spartanisch. Handys funktionieren nicht. Alte Bollywood-Filme sind die einzige Möglichkeit, um abzuschalten. Aber wir haben keine Schlafen. So viel. Vielleicht 1 bis 2 Stunden. Manchmal nicht. Wenn die Bewegung, dann wir müssen bis morgen aufpassen. Einen Wunsch gibt Schorsch uns noch mit auf den Weg. Ich wollte sagen, die Merkel, ja, die Engel Merkel, dass die noch mehr die Peshmerga helfen. Ja. So, sie soll mehr helfen. Ja, genau. Munition schicken. Ne? Ja. Waffen, Kleidung, Sachen, Auto. Die Peshmerga. Weil, wenn die Peshmerga nicht helfen, in Europa und in Amerika, vielleicht 15 Jahre oder 20 Jahre, dann die müssen in eurer Heimat Straßen gegen Daesh kämpfen. Mit mehr Waffen können die Peshmerga den IS aus Mosul vielleicht vertreiben. Aber werden sie die Stadt halten können? Shosh und Amin sind Teil der Offensive. Von ihren Familien haben sie sich schon verabschiedet. Hoffentlich nicht für immer.